Hallo Freunde, es gibt wieder vier neue Karten, beziehungsweise fünf, aber weiteres schauen wir uns natürlich im Video genau an und sechs Updates. Gut, dann starten wir mit der Bear Lake oder Bärensee von Karl TG. Eine, nun ja, im ersten Blick. Weiß nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll, aber Haus am See. Finde ich klasse. So. Produktionen sind keine, da Verträge gibt es, Tiere hat man keine, Strafverzeuge hat man auch keine. Schauen wir sich mal die ganzen Verkaufsstellen an. Ja, Schokoladebretter geht einmal nicht. Aber sonst geht eigentlich alles. Gut. Zusätzliche Früchte haben wir auch nicht und der Wachstumskalender ist auch nicht verändert worden. Die Karte ist, wenn man den Preisen glauben darf, in Standardgröße, beziehungsweise die Preise sind auf jeden Fall etwas verkleinert worden. Ja, ich gehe schon weg. So, insgesamt gibt es sieben Verkaufsstellen. So. Schauen wir mal daher. Oh, das ist interessant. Sehr groß konzipiert. Da kann man schlafen gehen. Der Kleiderschrank ist hier. Der Kleiderschrank würde ich mir schon wirklich einen Schrank in dem wünschen, aber ja. Ja, da hat man viel Platz. Turbo Arcade DX. Haus am See. Naja, schönen Ausblick hat man ja. Haus am See stimmt auch. Jede Menge Forst haben wir auf jeden Fall mal da. Da habe ich was Gutes gesehen. Was haben wir da? Ah, da sind die Bäume markiert, die schon weggehören anscheinend. Naja, nicht schlecht. So. Da drin haben wir auch Bäume. An für sich ist die Karte ja flach. Und ja, Straßenverkehr haben wir da. Ja, es steht auch in der Beschreibung drinnen, dass es die ganze Karte sieben, ja, einige Wälder hat. Diverse Flächen zum Mähen. Da haben wir das Sägewerk zum Beispiel auch schon. Kann man das Sägewerk überhaupt kaufen? Ja, ein paar Gebiete hatten wir auch schon. So, und wie üblich finde ich mich nicht. Das ist normal bei mir. So, wo haben wir 7? 19? Ah, da oben bin ich. Ja, aber das Sägewerk funktioniert irgendwie nicht. Ist quasi nicht eingetragen. Finde ich schade, aber theoretisch könnte man daneben noch eins hinstellen, wenn man es selbst platzieren möchte. Ja, für Forstliebhaber ist auch genug da. Rechteckig ist auch nicht alles. Ja, Forst ist genug da. Ja, sieht man eh hier auch. Rechteckig und ungleichförmig in einer Mischung. Ja, spezielle Bäume gibt es, die hat man auch schon gesehen. Dann auch die Gebäude, so wie am Anfang. Ich finde hier nicht diese Bäume, aber vielleicht hier. Weil vielleicht hat man schon gesehen, es gibt Bäume, die, wie soll ich sagen, trocken sind. Also kaputt, kurz gesagt. Ja, im Stehen überfliegen habe ich es jetzt nicht gesehen. Und ja, hier zum Beispiel ist ein paar trockene Bäume, sowas gehört normal wirklich aus dem Wald raus. So, dann animierte Objekte sollte es auch irgendwo hier geben, außer den Straßenverkehr. Und Oxygen David hat auch die Beleuchtung und und den Sternenhimmel gemacht oder bereitgestellt, sagen wir es mal so.
Gut. Was kann man noch sagen? Eigentlich nichts weiteres. Ja. Mein persönlicher Fall ist es nicht, aber natürlich gibt es garantiert Leute, die sehr gerne auf dieser Karte spielen möchten. So, gut. Dann schauen wir weiter. Karte Nummer 2 ist die Oberkirchheim von der Lord. Und ja, die Hühner. Wenn sich hier schon. Gleich was streichen. Ach so, Wuffi. Nehmen wir da. So, Hühner 300 insgesamt. Ja, das schauen wir sich nachher an. Da, Palettenspawn, alles beschrieben. Ja, das wäre halt der Hof. Schauen wir es gleich im Überblick an. Und die Kenner sehen es schon. Man benötigt das Bavarian Farm Pack. Und natürlich noch weitere, aber sie sind auf Motub schön verlinkt. Gut, die Karte ist nicht nur für PC, sondern auch für PlayStation und Xbox. Also die Konsoleros unter uns haben hier auch ihre Freuden. So, die Karte befindet sich in irgendeinem Tal in Bayern. Okay. Dann, die Karte ist flach, aber sie hat unebene Felder. Die Felder, sieht man, sind rechteckig angeordnet oder angelegt. Ja, an und für sich nichts dagegen, nur ein bisschen andere Felder würden mir persönlich besser gefallen. So, Verträge haben wir da. Da haben wir schon die Hühner, 300 Hühner. Dann Kuhstall, Medium, 5 Brown Swiss und 10 Holstein. So, und beim Bauernhaus Loderer auch 10 Holstein und Brown Swiss. So, Stabfahrzeuge dürfen wir auch gleich durch. So, kann man alles soweit verkaufen? Ja, man kann sogar was einkaufen, aber um ein bisschen höheren Preis, als man sie verkaufen kann. Finde ich absolut so in Ordnung, weil dann kann man nicht mit Verkaufen und mit Kaufen und Verkaufen so was verdienen. So, Schokoladebretter. Ja, Müll geht nicht, aber ja, kann man so belassen. Gut, da wurde nichts verändert. Multivotar gibt es natürlich auch nicht. Wie ist die Felderaufteilung? Beziehungsweise gibt es Doppelfelder? Oder Felder, die man doppelt kaufen kann? Nein, gibt es nicht. Wald gibt es auch. So, wie gesagt, es gibt insgesamt zwei Höfe. Waldraku, 225 Cent. New Holland, dann haben wir 714 Vario und dann. Das war's dann mit diesem Hof. Wirklich recht schöner Hof. Dann insgesamt gibt es eh vier Tierställe. Da ist der Loderer, das sind die anderen Kühe. Auch ein kleiner, aber ausbaufähiger Hof. Man braucht nur hier quasi so eine Straße rüber machen, da kann man hier noch was dazu bauen. Rein theoretisch natürlich. Ja, Windräder haben wir auch da, aber die sind, glaube ich, nur Deko. Vier Gewächshäuser, 8 Produktionen gibt es insgesamt. Precision Farming unterstützt die Karte auch. Und viele neue malbare Dekorationen gibt es dann auch noch da. Wie zum Beispiel sieht man hier ist Beton, aber ist halt etwas anderes vom Beton her. Dann Beton, das Gras, Waldboden. Ja, wie gesagt, kann jetzt so einiges zusätzlich machen. Und ja, Sammlerstücke. Die findet man auch. So, 45 Felder, insgesamt 82 kaufbare Flächen. Und ja, sollten Fehler auftreten auf Modhub. Ah, da kann man auch was dazu platzieren. Ja, auf Modhub ist ein Forum-Link von Giants. Bitte da hineinschreiben, wenn ihr Fehler entdeckt. Der Mapper würde sich sicher freuen, dass er eine
Version macht, die keine Fehler mehr hat. So mal so. Gut. Ja, soweit hätten wir diese relativ schöne Karte einmal angesehen. Und ja, es warten noch zweieinhalb, drei, je nachdem, wie man es sehen möchte, auf uns. Altkirch im Elsass. Den Martin bzw. Chrome. Ja, Credits steht auch alle hier. Bauer Horst oder Horst Bauer. Ja, Martin und Crow ist der Mapper und der Konvertierer der Karte. Ja, und hier sieht man sie schon. So, dann schauen wir mal raus. Hier aktivieren wir die FPS-Zahlen. Ja, Performance-Einbrüche gibt es hier keine. Oh ja, jetzt. Aber auch nur, weil die Karte oder weil alles auf der Karte laden muss und ich ein bisschen schnell unterwegs bin. Ja, das ist aber normal. Weil wenn ich dann zurückfliege, ja, 58 FPS, also ja, das kann man im Prinzip vernachlässigen. Und ja, da haben wir Zug. Geht auch durch. Ja, die Gebäude sind die. Ich glaube, das sind die falschen Rinderhotel. Ich glaube, das sind die falschen Icons da. So, das hier besitzen wir schon. Und sonst besitzen wir noch nichts. So, 100.000. Nun ja, Post gibt es auch da. Ja, das schauen wir sich alles an. Es gibt, so viel ich gesehen habe, auch die mehr als nur einen Hof. Mit dem Sägeweg Holzwurm. Aber wir besuchen einmal die Schafsweide für 325 Schafe. So, das wäre das. Und mit 325 Schafe, da hat man schon was zu tun. Flieger. Ja, eine Heutrocknung besitzen wir. Verträge gibt es. Schafe besitzen wir noch keine. Straffahrzeuge gibt es keine. Kaufen kann man, soweit ich gesehen habe, alles. Schokoladebretter, Möbel gehen auch zum Verkaufen. Hopfen, hier sind Dinkelroggen, also man hat sogar Multifrucht, Fischfutter, Dinkelmehl, Wein, Torf, Sand, Lehm, Knotschi, also die Arbeit geht einem nicht aus und langweilig wird es einem auch nicht. So, da wurde nichts verändert und irgendwie fehlen hier die Einträge für Roggen, Dinkel, Tritikale, Hirse, Zwiebeln, Hopfen, Rotkohl, Weißkohl und Karotten. Finde ich etwas schade, aber der Martin wird sicher die Karte updaten. Da bin ich mir sicher. Ja, hier geht es beim Hof halt weiter. Und schauen wir sich mal kurz den Forst an. Und ja. Wo haben wir den Forsthof jetzt da eigentlich? Ja, im Forst kann man auf jeden Fall so einiges machen. Da ist das Sägewerk. Und ja, wie gesagt, das kann man so einiges machen. Und hier wäre, glaube ich, der Forsthof oder was haben wir hier? Gemüsehof. Also quasi kann man die Gewächshäuser bewirtschaften. Ist auch eine schöne Idee. Was mir auch schon aufgefallen ist, man kann im Prinzip diese vier Felder zusammenlegen auf ein großes Feld. Man muss halt nur die Bäume weg, aber das ist eher weniger das große Problem dabei. Ja, theoretisch auch ein Hof hier. Ah, da fährt ein Bötchen. So, schauen wir sich das Ganze mal so weiter an. So, das wäre Rinderhof Nummer 4. Quasi auch ein Hof. Auch sehr großzügig bemessen. Und haben wir hier einen Kompost. Da schaut so aus. Ah, ich komme jetzt nicht hin.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich komme schon wieder nicht raus. Machen wir es so. Hofbeleuchtung. Hier schaltest du die Außenbeleuchtung vom Hof ein. Ah, das ist gut gemacht. Was haben wir hier? Werkstatt, hier kannst du deine Fahrzeuge konfigurieren. Sehr schön. Wow. Also, sie hätten so eine schöne Beschreibung gesehen. Ja, hier ist natürlich auch so einiges da. Hier ist das Lager, schätze ich mal. Das sind die Kühe. Ja. Wie gesagt, großzügig bemessen. Da haben wir auch ein Ziel außerhalb. Ohne BGA haben wir dann auch noch hier. Ja, sogar Metall und allem drum und dran. Die Frage ist nur, BGA hier. Das kann ich mir jetzt momentan leider nicht leisten. Aber ich schätze, wenn man die Grasfläche hat oder die Fläche hat, kann man sich das Ganze kaufen. Hofbeleuchtung, schaltest du Außenbeleuchtung ein. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Also gut mitgedacht und mal so kommt. Dörfli, hier sind wir irgendwo gestartet. Wer das kennt, sagen wir es mal so. Ja, bevor es das so komplett eben ist, diese Karte auch nicht, wie man hier sieht. Und es gefällt mir. Die gefällt mir wirklich gut. Sie ist sehr weitläufig. Und ja, ich schätze, das ist sogar eine Vierfachkarte. Ja, und weiters ist sie Mess Plus und Position Farming Ready. Ja, und natürlich habe ich noch andere Karten und ich habe gerade gesehen, die Aufnahme geht schon 7 Minuten lang und nun ja, ich möchte nicht, dass das Video sehr oder zu lange wird, weil hier gibt es wirklich viel zum Anschauen. Hier wäre ein weiterer Hof, was ich so gesehen habe. Ja, also Höfe und dergleichen gibt es genug. Hier sind quasi 3 Biogasanlagen sogar da und 3 kleine. Jetzt muss ich mich nur noch finden. Das wäre hier BGA 1 bis 3. Also ist wirklich schön beschrieben. Ja, da ist Eierhof, also für Hühner. Perfekt. Also hier kann man im Multiplayer spielen und ja, keinem wird es hier langweilig. Gut, noch ein kurzer Überflug über den Forst. Und ja, schauen wir uns einfach die nächste Karte an. Karte Nummer 4. Eine neue Karte ist die Neufener Tal von Emprolub. Und die Karte ist eine fiktive Karte aus der Region, von der hier er stammt. Die Karte ist nur für PC und Mac. Ja, hier gibt es viel Land- und Forstwirtschaft. Dann natürlich auch Produktionen. Zum Beispiel ein kleines Gewächshaus hatten wir schon. Leider kein Wasserbrunnen, aber das kann man und wird man sicher schnell nachholen. Dann Verträge haben wir, eine Hühnerweide, weil wir sind auf dem ersten Hof und das ist der Hühnerhof. Das ist quasi der Haupthof. So, aber mehr gleich. Aber mehr sage ich gleich dazu. So, schauen wir mal, das geht. Bretter, Möbel, Schokolade geht auch alles. Separierte Gülle gibt es bei Viehhandel zu verkaufen. Ja, hier wurde nichts verändert. Zusätzliche Früchte sind auch nicht. Und ja, man kann das, was zum Kaufen ist, kaufen, beziehungsweise das, was man braucht. Das hier in der Mitte geht zwar nicht zum Kaufen, aber naja, das passt im Großen und Ganzen schon. So, Getreidemühle haben wir da, Sägewerk haben wir da, Biogasanlage haben wir da. Schauen wir uns mal die Biogasanlage an.
Ja, nur ein Silo, aber im Prinzip wäre es sogar erweiterbar, so wie ich das hier sehe. Ja, Zaun wegnehmen, dann kann man uns erweitern. Ja, ist im Prinzip nichts dagegen einzuwenden. So, hier wäre, da wäre der Kuhhof. Die Höfe schauen wir uns gleich an. Nacheinander. Nämlich Kuhhof, Schweinehof, Schafhof. Vier Stück sind schon vorbereitet. Ja, hier sind wir gestartet. Oh, da haben wir sogar einen Hoflader dabei. Ein John Deere 718. Fänd ideal. Eher ein kleinerer Mähdrescher, aber das passt schon so. Ein Pickup. Ich glaube, der muss überall dabei sein. Ah, ein kleiner Vario für die. Was haben wir schon? Ja. Anscheinend hat man schon Weintrauben mit in einem Forstgebiet. Das schaue ich mir natürlich auch gleich an. So, und da sind wir wieder vor am Anfang. Ja, wie gesagt, möchte mir das noch anschauen. Das, was man sich mieten oder kaufen müsste, wäre der Ernter. Aber ja, das schaut nicht mehr so schlecht aus. Komisch ist schon. Es steht nur, man benötigt Kalk, aber es liegt schon Kalk oben. Naja, ein kleiner Schönheitsfehler, würde ich sagen. Hier kann man auch schon, wenn man möchte, mit Schlägerungen anfangen. Und ja, im Großen und Ganzen eigentlich keine schlechte Karte. So, weitere Details. 37 Felder, 61 Farmlands, malbare Felder gibt es auch. Dann benötigt man drei zusätzliche Mods. Sind natürlich beim Modshop unten einfach zum draufklicken und zum Downloaden. Dann 12 Verkaufsstellen, 14 Farmlands für kleine und große Forstwirtschaften. Sieht man zum Beispiel da oben bei den Weinstöcke. Ja, ich wollte ja die ganzen Höhe hüpfen. Aber mal den Kuhhof. Ja, sonst gibt es eh nichts mehr. Da, wie gesagt, das wäre der Kuhhof. Dann haben wir den Schweinehof hier. Und im Prinzip, Schweine hat man, den Rest muss man sich selber dazu bauen. Finde ich auch in Ordnung. Weil dann sieht jeder Hof nämlich auch immer anders aus. Und da haben wir den Schafhof. Das ist Nummer 4. Auch schön groß. Die Schafweide haben wir hier drüben. Und wie schaut es mit dem Kaufen aus? Ja, das kann man miteinander kaufen. Und ich würde sagen, wirklich top. So, wie gesagt, da haben wir die Biogasanlage. Das Sägewerk ist einfach nur zum Verkaufen, glaube ich. Ist auch in Ordnung. Ja, Getreidemühle, Bauernmarkt, Kuhhof, Schreinerei. Ja. Da wären wir eigentlich durch soweit. Den Forst schauen wir sich noch ein bisschen an. Ja, da kann man sich austoben. Das gefällt mir, passt. Ja, wie gesagt, das wäre die Karte. Mein Fazit von dieser Karte, ja, schlecht ist nicht, gut aufgebaut. Aber das gewisse etwas, irgendwas fehlt mir noch. Irgendwas Spezielles, ich kann es leider nicht sagen. Und wie gesagt, schlecht ist sie nicht. Irgendwelche Deko-Zeugs oder was weiß ich was. Irgendwas Spezielles fehlt mir auf dieser Karte. Aber ich kann es leider nicht sagen, was. Und ehrlich gesagt, sie ist sonst wirklich auch gut. Also, es geht nur um meine persönliche Meinung und die ist etwas speziell bei jeder Karte natürlich. Gut, dann kommen wir zur nächsten neuen oder beziehungsweise Update-Karte. Oh, Karte Nummer 5 oder Update-Karte, die erste heute, wie man es nehmen kann. Im Prinzip ist es bei dieser Karte beides. Eines muss ich aber sagen, ja, die Karte wirft LUA Co-Stacks.
nach und nach. Also, solange die nicht behoben sind, würde ich eigentlich keinen empfehlen, diese Karte zu spielen. Aber die Karte ist ein Nachbau. Die Felder sind von klein, wie man hier sieht, auf riesengroß. Ich habe sie mir schon unter anderem angeschaut, weil ich wissen wollte, ob sie was für das Video vom Sonntag wäre. Eine schöne Karte, schöne neue Karte. Naja, aber dadurch, dass diese ganzen Kostaks drin sind, habe ich es gelassen, weil wenn ich eine Karte vorstelle, die man spielen kann, damit es einem nicht langweilig wird, sollte sie ja zumindest ohne Fehler funktionieren. Ja, Verträge gibt es, Tierchen haben wir noch keine, Staffahrzeuge gibt es auch keine, das hat sich in der neuen Version auch nicht geändert. Ja, zu dem, was sich geändert hat, komme ich dann natürlich auch noch. So. Passt dann soweit. Und ja, die größeren Felder kosten 9,3 Millionen, 9,5 Millionen. Also von dem Ganzen her ist das eine Vierfachkarte. Sie ist auch nicht komplett eben das, was mir gefällt. Vor allem bei Fieberkarte ist es ja sehr schwierig, das Ganze zu machen. Ja, ganz kleine Felder gibt es auch, aber für diese Felder hier muss man das Ganze hier kaufen und das kostet über 50 Millionen Euro. Also, nun ja. Obwohl, wenn man das Ganze kauft um 50 Millionen, hat man sowieso auch genug zu tun. Forst gibt's, Wiesen gibt's. Hier sind die kleinen Felder. Also man kann mit den kleinen Feldern anfangen und sich rauf abarbeiten. Forstliebhaber haben auch was davon. Ein schönes Dörfli ist hier auch. Ja, und wie soll ich sagen, irgendwas. Ja, Fahrzeuganleitung und Tankstelle. Ja, im Besitz hat man eigentlich noch nichts. Aber ja, sollte zwei Höfe geben. Vielleicht sehen wir sie noch beim Drüberfliegen. Das könnte hier auch einer sein. Hier sind sogar Fahrsilos. Ja, der eine Hof war am Samstag, soviel ich weiß, zu 50% fertig. 8 Verkaufsstellen gibt es oder wird es geben. Precision Farming wieder unterstützt. Verträge haben wir schon gesehen. Sägewerk, Viehhändler. 181 kaufbare Grundstücke. Und ja, das wäre es dann soweit mit den. Grunddaten, so, das ist auch bekommen. Der Mapper ist Artanis. Und jetzt schauen wir noch kurz die Veränderungen an. In der neuesten Version, nämlich 1.0.0.2. Und ja, die Karte ist eine Achtfachkarte. Nur noch zur Information. Ja, es wurden Korrekturen gemacht an scharfen, unebenen Stellen und das sollte hier irgendwie auch ein Hof werden, ein großer Hof. Ja, die schwimmenden Objekte wurden entfernt und Verträge für Heu wurden hinzugefügt. So, hinzugefügt wurden auch ein paar Produktionen, nämlich Mühle, Molkerei, Zuckerfabrik, Bäckerei. Saatpflanzen, also Saatgutherstellung, Getreidereinigung und ein Sägewerk. So, wie gesagt, eine Achtfachkarte. Noch einmal, ich habe mich vorher getäuscht. Sie ist kein Vierfach, sondern Achtfachkarte. Und ja, das Einzige, was ich ehrlich gesagt auf dieser Karte so noch zu bemängeln habe, wäre der Kantenrand und ja, die Höfe, aber die werden nach und nach garantiert fertig und im Großen und Ganzen, also vom Aussehen her ist sie nicht schlecht. Achtfach ist mir etwas zu groß, aber sonst vor allem von den kleinen Ecken hier vom Dorf her. Also schaut wirklich schön aus. Die großen Felder sind halt nicht so meins. Okay.
Passt. Dann kommen wir auf jeden Fall zu den Updates. So, die erste richtige Update-Karte ist die Bayerischer Wald in der Version 3. Und eins muss ich sagen, PDA top. Daran hat sich so einiges verändert. Das ist eine Freifläche 2. Forst gibt es wiederum en masse. Da ist der Haupthof, der war vorher hier. Da sind jetzt Felder dazu gekommen. Biogasanlage, Nebenhof, Wiese. Da ist ein Feld. Und ja, schaut richtig gut aus. Muss ich ehrlich sagen, das ist Freifläche 2, Wald. Also, in meinen Augen, Traubenfarm, Freifläche 1, Wiesen. Also, ehrlich gesagt, top. Also, Haupthof und ein Gebiet hat man da schon. So, Fermentierer. Eine Fermentiere gibt es und dann Futtermischanlage. Verträge haben wir da. So, Kuhstall groß, Freiland, Kühe, Schweinestall, Kuhstall mit Fütterungsbutter, Kuhstall Medium. Da ist ein Missing, aber ist nicht so groß für die Hühner. So, Startfahrzeuge, da springe ich auch noch durch. Die Icons sind auch neu. So, elektrische Ladung ist auch eingetragen. Schokoladebretter, Möbel kann man auch alles verkaufen. Da gibt es Kompost. Ah ja, und Rindmulch ist neu dazugekommen. Als Update. Oder beim Update. Ja, zusätzliche Früchte gibt es keine. Und ja, im Prinzip wäre das der Haupthof. Der ist wirklich ordentlich gekommen, aber schaut nicht immer so übel aus. Muss ich ehrlich sagen. Die ganze Karte schaut ehrlich gesagt super aus. So, dann springen wir mal durch und ja, es kommen natürlich die ganzen Updates, was alles gemacht wurde von Nilox Gaming, nämlich der Viehhändler ist jetzt neu. Oh, der hat sogar einen Kuhwalter dazu. Dann neue Felder, hat man natürlich auch gemerkt. Haben wir eine Steirer. Die Ordnungsstruktur wurde auch noch geändert. Dann, was gibt es noch? Der Haupthof ist neu, das sieht man. Und ich schaue mal, ob ich auch währenddessen zu den ja, Fischhütte, das kommt auch gleich noch, zu den ganzen Höfen hinkommen. Ja, wenn wir schon bei den Fischhütten sind. Es gibt Forellenproduktion, Forellenfutterproduktion, dann Punktproduktion, dann gibt es auch noch Paletten zusätzlich. Sägewerk, das wurde neu gebaut, wenn wir schon dabei den Produktionen sind. Und da gibt es wirklich jede Menge Forst. Ja, auf dem Nebenhof hat man auch so ziemlich viel, würde ich mal sagen. Aber das muss man sich erst alles kaufen. Also der Nebenhof, das ist ein vollwertiger Hof in meinen Augen. Sogar mit Gewächshäusern und allem drum und dran. Da ist die Biogasanlage, die ist auch schön überarbeitet worden. Ja, das ist der Nebenhof. So, die Tier-XML wurde auch überarbeitet. Da hätte man die Forellenzucht sogar. Und ich will mir eigentlich die Freifläche da oben noch anschauen. Ah ja, da oben ist dann halt auch jede Menge Forst wieder zum Bearbeiten. Ein Flugzeug fliegt da auch. Ja, wie gesagt, top. Schaut wirklich gut aus. So, was gibt es noch alles? Neue Harz, Freilandkühe am Kuhhof.
Die Freilandkühe im Kuhhof sind verkaufbar, aber nicht wieder kaufbar, genauso wie der Zaum bei den Kühen. Verkaufspunkte gibt es ein paar neue. Die Schildtexturen gibt es auch neue. In der Stadt sind auch ein paar neue Gebäude dazugekommen. Und 12 neue Sammelflaschen gibt es auch. Der Käse ist aber weggekommen. So, gut. Dann würde ich mal sagen, jedem, der sich auf diese Karte wagt, viel Spaß. Da hat man jede Menge zu tun. Und ich habe auch noch jede Menge zu tun, weil es sind noch ein paar Updates für uns zum Anschauen. So, gut. Wetter. Ja, die Spruce Mountain hat auch ein Update bekommen. Nämlich auch die Version 1.0.0.2. Da, das sind Offroads, Asia, Path, Step, also gefährliche Gehwege, dann blaue sind auch wieder Gehwege. Ich finde es schön. Bei Able Forest Areas, F und Hashtag 5 zum Beispiel. Ja, nicht schlecht angelegt. Ja, eine fiktive Vielfachkarte aus den USA. Und ja, Stadtfahrzeuge haben wir auch schon. Es gibt, so werde ich sehen, nur einen Hof, aber eine Biogasanlage. Da hüpft man kurz mal hin, schaut sich kurz alles an und dann geht schon los mit den Stadtfahrzeugen. Da haben wir sogar was sogar mit. Mähdrescher haben wir auch schon da. Kann man auch gleich ernten. Mr. Ferguson. Ja, 21 Felder gibt es. Ein paar natürlich. Waldgebiete über 15. Und ja, was hat sich geändert? Nämlich ein neues Safe-Gen ist nicht unbedingt erforderlich. Aber zu dem kann ich noch mehr. Da steht was, was ich noch nie eigentlich gefahren bin. Ah, vielleicht probiere ich es dann noch später aus. Ja, das war's dann soweit. Der Haupthof, dann da haben wir Pferde. Apropos, Produktions- und keine Verträge haben wir da. Hühnerstall, Pferde, da haben wir sogar schon eins drinnen. Und ja, 14 bzw. 13 Hühner und einen Hahn. Zwei Stafferzeug haben wir schon gesehen. Verkaufsstellen schaue ich auch noch kurz durch. Ja, behoben wurde Folgendes. Die Fehler auf den Feldern 31, 32, 33, die konnten angeblich nicht gekauft werden oder bearbeitet werden. Ah, sehen wir schon. Sieh mal an, Mineraldünger haben wir auch schon da. Ja, da wurde auch nichts verändert und ja. Schauen wir mal, wie das Ganze auch funktioniert. Schaut wirklich nicht übel aus, das ganze Zeug. Damit macht man aber auch eine ganz schöne Breite, wie ich sie sehe. Ja, gefällt mir. Kann man auch umschalten? Nein, ich glaube nicht, dass man auf Schwaderplage umschalten kann. Nein, aber passt schon so. Ja, weiter im Text. Dann die Schneemaske wurde zu den grünen und roten Pfaden hinzugefügt. Und genauso wurde die Schneemaske bei der Starterfarm in dem Bereich auch dazugefügt. Splintlines der Fußgänger wurden angepasst. Einige Objekte und Winterobjekte wurden rund um die Karte zusätzlich auch noch angepasst. An und für sich. Ist die Karte nicht immer so übel, wie ich mal sagen. Dann wurde der Punkt zum Speichern des Fahrzeugsbonus auch angepasst. Und folgende Änderungen werden nur bei einem neuen Spielstand wirksam, nämlich
Er hat es jetzt so gemacht, dass man einen kleinen Gewinn hat beim Verkauf der Hilfsfarmen. Die weißen Zäune auf den kleinen Farmen waren zum Teil der Auxiliary Farm Gebäude zugeteilt. Wenn man diese Zäune löschen wollte, gab es ein Problem. Wurden auch die Gebäude gelöscht. Das passiert jetzt nun nicht mehr. Jetzt kann man diese Zäune löschen, ohne dass die Gebäude auch mit verschwinden. So. Wenn man möchte, dass das außerdem, wie gesagt, benutzbar wird oder so verändert wird, dann muss man einen neuen Spielstand starten. Und eins gefällt mir hier ja überhaupt, dass es quasi eher schwer zum Sehen ist, wo die Karte eigentlich aufhört und die nächste und der Kartenrand anfängt. Das schaut wirklich als ja, top aus. Na gut, bis auf ein paar Dinge, aber im Großen und Ganzen richtig gut. So. Gut, dann schauen wir auf jeden Fall weiter, was die nächsten Karten so noch und was sie noch geändert haben. Die Hilly Creek wurde ja auch geupdatet. Und zwar auf die Version 1.0.0.3. Der Map ist Gamer Designs und sie ist für PlayStation und Xbox genauso wie für die PC oder Konsole. So, ich schau mal da was. Was? Nein, das ist nur so ein Gebiet. Okay. Ja, Forstgebiete sind auch alle zum Kaufen hier. Ja, schaut richtig gut aus und ich bin jetzt neuer Farmer und da kann man, da hat man schon im Prinzip ja alles, damit dass man in den Forst gehen kann. Bis auf, ja, oh doch, das Gebiet hat man auch schon in Besitz. Nicht schlecht. Ja, den hat man auch, den Vorwärter. Ja, Traktor, dann einen Truck, einen großen John Deere, genug Staatsfahrzeuge und dann fängt man wieder von vorne an. So, also, genug zu tun für den Forst. So, weiters. 35 Felder gibt es insgesamt, 105 landwirtschaftliche Flächen, mehrere tausend Hektar Land und Forstwirtschaft. So. Und natürlich ist die Karte eher aufgebaut, vor allem wenn man ihn auf neue Farmen startet für die Forstwirtschaft, weil da hat man schon genug. Ja, BGA hat man da auch. Und ja, schlecht schaut die ganze Karte nicht aus. Ja, was wurde geändert? Erstens, ein neuer Speicherplatz oder ein neuer Spielstand ist optional. Je nachdem, ob man die gefällten Bäume ersetzt haben möchte oder nicht. Die Übersicht der PDA wurde aktualisiert. Dann diverse Verknüpfungen wurden entfernt, die beim Löschen einer großen Anzahl von Bäumen einen Glitch verursachten. Ja, mehr wurde nicht verändert und es kann sich im Prinzip jeder aussuchen, ob er einen neuen Spielstand bei dieser Karte möchte oder nicht. Felsbrunn FS oder LS22 von The Lord. Die Karte ist für PC, PlayStation und Xbox. So, Hochproduktion, Alpenstil. Ja, wie gesagt, Farbverarbeitung haben wir auch da. Da ist das Sägewerk. Ja, es ist die Felsbrunn. Sollte eigentlich jeder kennen. Natürlich wurde einiges oder etwas sogar verändert, damit das alles Platz hat, so wie hier. Das war normal nicht so. Da vorne haben wir den Händler, die Ruine da oben haben wir dann auch natürlich. Die Stadt schaut immer noch so schön aus wie eh und je. Und ja, da haben wir so einige Stunden darauf verbracht auf dieser Karte. Ja, Forst ist auch in Maßen da. Da hinten war, glaube ich, noch kein Feld.
Das war früher eigentlich immer größer hier. Aber gut, das ist, macht ja nichts. BR haben wir da. Und ja. Habe ich schon gesagt, dass sie für PC oder PlayStation und Xbox ist? Ja, wenn nicht, habe ich es jetzt. So. Ja, was hat sich verändert auf der Felsbrunn? Kurz vorher noch. Precision Farming Ready ist sie auch und das Produktionenhofpack von Omatano wurde auch verbaut. So, die Fahrzeuge aus der Spinnerei wurden entfernt. Dann die schwebenden Objekte sind jetzt auch weg. So, Hafen Nord und Süd wurden halt so umbenannt. Also die Hafen wurden in Hafen Nord und Hafen Süd umbenannt. Dann die Verkaufsstation Gasthaus gibt es jetzt wieder. Ah, die werde ich suchen. Gasthaus war hier irgendwo. Getreidemühle, Tankstelle. Ja, irgendwo war das Gasthaus. Bin ich jetzt leider nicht auf die Schnelle. Ah, da oben ist das Gasthaus. Ah, das heißt, man muss hier auch rauf. Also, Respekt beim Rauffahren. Für denjenigen, der sich das antut. Aber, nun ja, wenn es ein guter Preis ist, wieso denn nicht? So, dann AgriLB arbeitet jetzt als Zugsilo. Nicht schlecht. Getreidemühle im Hafen. Die Getreidemühle im Hafen. So, funktioniert jetzt. Dann das Meer kann jetzt gekauft werden. Mal schauen. Ja, das kann gekauft werden um 2,3 Mille. Ja, auch nicht schlecht. Ja, Precision Farm ist dazugekommen und weitere kleine Änderungen wurden auch gemacht. Und ja, leider benötigt man für diese Version einen neuen Spielstand. Die Leona Pennsylvania hat es schon einmal zum Download gegeben. Der Download-Link wurde aber entfernt. Leider, aber nun ist sie in der Version 1.0.0.1 da. Und ja, schaut eigentlich nicht einmal so übel aus. So. Ja, ein paar Gebiete kann man gleich gemeinsam kaufen. Ja, auf jeden Fall sind viele Bäume, also Laubbäume da. Ja, und was hat sich verändert? Die Karte unterstützt Mais Plus leider nicht. CCM-fähig ist sie schon. Einen automatischen Milchverkauf gibt es. Wurde jetzt alles dazugenommen. Startverzögerung, das Ganze gibt es immer noch nicht. Produktion gibt es nicht. Verträge gibt es wenigstens. Ja, US-Kaubahn, Topfarm, Mainfarm, Pester. Ja, Verkaufsstellen gibt es nur eine, aber Kartoffeln, Zucker und nicht verkaufen. Naja. Ehrlich gesagt, Leute, wenn man das Ganze nicht verkaufen kann und vor allem ja meist Gras, Silage, Fermenting, ehrlich, Trauben gehen nicht, Oliven gehen nicht, so, Kartoffeln, Zuckerrüben gehen nicht, Zuckerrübenschnitzel gehen, Baumwolle geht nicht, Zuckerrohr geht nicht. Ja, ehrlich, eine Empfehlung von mir ist es nicht, diese Karte. Ja, wie gesagt, Mais Plus Ready ist sie nicht. Der Hauptbunker auf der Karte unterstützt kein CCM. Die Ernsttextur von AW-Modding.mais ist da. Gras von der Kalmsten, und zwar von Oxygen David. Ja, Futterrationen. Ist auch etwas komplizierter. Okay, mitten im Eisfeld. Der Button für die Kühe. Sehr komisch.
Heu bringt mindestens 10% und kann hochgehen bis auf 75%, Silage 25 bis 75%, Stroh 0 bis 30%, Mineralfutter oder Maisschrot 0 bis 20%, nasser Kuchen, also Wet Cake, ja, und oder CCM 5 bis 20%. Okay, also es wurde so einiges umgeschrieben, da kann ich mir schon vorstellen, dass es ein paar Probleme gibt, aber in puncto Probleme. Oh, doch, gibt's. So einige Kostak gibt's. Also, ehrlich gesagt, Leute, lasst es lieber auf dieser Karte. Ja, gut. Dann würde ich aber sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wir sehen uns natürlich in 2 Tagen wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche bis dahin. Wir hören uns dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.